An mehreren Orten, vor allem im Norden, geht es los. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes sind aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die große Warnstreikwelle ist das aber noch nicht, kündigte der Verdi-Landesbezirk Bayern an. Auch die zum Beamtenbund DBB zählende Gewerkschaft COMBA kündigte Aktionen an. Betroffen sein sollen unter anderem Peine, Göttingen, Salzgitter und Augsburg. Regional unterschiedlich sollen teils Kitas geschlossen werden oder Beschäftigte von Müllabfuhr, Stadtwerken, die für die Bürgerinnen und Bürger gar nicht so wahrnehmbar sind. Den Nahverkehr und Kitas Quelle, ntv.de